Und damit wieder herzlich willkommen bei Assassin's Creed Odyssey. So, wir haben in der letzten Folge die Höhle hier gemacht und haben die Banditen quasi eliminiert, damit die ganzen armen Leute quasi wieder ihre Gebete und ihre Opfergaben sicher hierher legen können und hoffen, dass was Gutes passiert, nicht? So, in dieser Folge wollen wir mal wieder ein bisschen den Hauptauftrag weitermachen. Und zwar, wir sollen mal mit Markus sprechen. So, was hungrige Götter? Nein, die machen wir jetzt mal nicht. Nein, machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt hier raus. Na, Quest anzeigen. Ja, ich weiß, hier sind noch Quests in der Nähe. Das können wir auch alles gern noch machen. Warte mal, aber mit... Oh. Dort sind keine Götter. Nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Okay, das können wir noch mitnehmen, ja? Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Ich Keine liebe diese Angst. Mitteilung Sie von Windows. Meinen. Das sollte auch reichen. Sorry. So, hungrige Götter. Okay, die haben wir jetzt doch noch abgeschlossen. Okay, alles klar. So, wir machen jetzt unseren Hauptauftrag natürlich weiter. Und zwar müssen wir in diese Richtung. Und auf meiner Leiste da oben, da ist halt noch was. Markus Weingut. Hier ist wahrscheinlich noch irgendeine Quest. Die will ich jetzt aber gern nicht machen. Ja, ich sag extra schon gern nicht machen. Wir werden Nebenquests definitiv alle mitmachen und wir werden aber auch die Hauptquests immer wieder mitmachen. Ja, also es soll ein kleiner, gesunder Mix werden. So, und da vorne ist Markus. Guten Tag, Markus. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Okay, dieser Streit ist albern, erzähl mir also mehr. Raus mit der ich bin mal neugierig. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Was ist das Auge wert? Wo lebt der Zyklop? Erstmal gucken, was das Auge wert ist, nicht wahr? Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Okay, so. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Okay. Okay, ich besorge das Auge. Aber dann darfst du dieses Mal nicht ganz. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner kann es sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Entschuldigung. So, okay, alles klar. Der Zyklop lebt auf Kefalenia. Sein Haus ist im Westen des verfluchten Tals von Parley. Das Auge sollte im Versteck des Zyklopen sein. Alles klar. Da können wir hin. Wir sollen aber auch noch zwei Wölfe, ja.
Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es sein eigenes Podest haben. Höchstwahrscheinlich. So, falls wir noch ein paar Wölfe sehen sollten, werden wir die auch noch mitschnappen. Hä? Nee, das ist ein Ziegenbock. Okay, alles klar. Ja, mal gucken, wir werden bestimmt noch ein paar Wölfe sehen, weil da haben wir nämlich auch noch eine Nebenquest. Und das, sowas können wir zum Beispiel immer ein bisschen nebenbei machen, nicht wahr? Keine Ahnung, sammle hier ein paar Wölfe ein, keine Ahnung, was hier noch irgendwann mal dazu kommt. Du bist in der Nähe eines Ziels. Okay, jetzt mache ich das einfach mal. Ist hier irgendwas? Guck mal, hier geht doch das Auge. Hallo Auge, ich sehe dich. Was ist da? Okay, wollen wir da mal hingucken mit Icarus? Jetzt weiß ich auch, was er andauernd gemeint hat. Okay, da im Haus ist anscheinend irgendwer. Okay. Aber das ist ja gerade nicht unser Auftrag. Okay, warte mal. Icarus brauchen wir bestimmt gleich nochmal, um die ganzen Soldaten zu infiltrieren. Jetzt hat er natürlich aus Versehen das hier schon angenommen, ja. Ich wollte doch eigentlich dahin, naja, das Spiel, das macht mich jetzt schon fertig, glaube ich. Na, pass mal auf, dann gehen wir mal da ganz kurz hin. Ja, da irgendwer im Haus war ja wo was gewesen. So, neuer Ort entdeckt. Versteck des Zyklopen. Oder war es das? Stellen keine Fragen. War es das gewesen, ja? Unbemerkt. Okay. Ja. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Hier sollte ja zum Beispiel so ein Busch sein. Wollen ja hier auch keine Wachen ausschalten, ne? Guck mal, da vorne ist schon einer. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Okay. Einen haben wir schon mal weg. Okay, wir warten mal. Warten mal ganz kurz, bis der... Ah, jetzt kommt der zweite auch noch. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen warten, bis die einzeln sind. Jetzt zu pfeifen wäre, glaube ich, ganz, ganz ungünstig. Okay, der eine guckt gerade nicht. So, und ab im Busch mit dir. Was? War das der Banditenanführer? Was? Echt jetzt? Okay, wo ist der andere? Der sitzt da jetzt. Ah, der hört uns auf diese Distanz also nicht. Okay. Ah, da ist ja wieder einer. Ich traue mich da jetzt nicht einfach da so rüber zu rennen. Ey, du. Komm mal her. Dann trau dich. Mal sehen, wie gut du pfeifen kannst, wenn ich dir die Zähne auslage. Na, dann komm mal her. Okay, da kotzt gerade. Pass auf, ich schleiche mich mal hier rein. Ein rostiger Strahl kommt. Oh, hier ist eine Schatztruhe. So, versteckt das Zyklopen. Okay, hier scheint auch keiner zu sein gerade. Hinter dieser Tür oder wo ist das? Einer.
Rennen auf die Dächer auch welche rum? Ah, das Obsidian-Auge. Super. Kehre mit den Auge, mit den Augen zu Markus zurück. Okay. Okay, ich plündere jetzt aber gerade alles erstmal. Ich glaube, wir haben ja alles. Okay, wir müssen hier wieder raus. Oh, warte, da vorne ist eine Wache. So, wir versuchen es mal hier vorne wieder rauszuschleichen. Wir versuchen komplett unentdeckt zu bleiben. Er ist abgelenkt. Alles klar, wunderbar. Gut, ich glaube, den können wir wieder abhauen hier. Ganz ruhig und ganz langsam. Und jetzt mit Vollgas. Okay, wir sind entkommen. Ich will nur mal ganz kurz die Karte aufmachen. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das hier? Der Hai für die Überfahrt? Ja. Baumstammschiffswerft. Da waren wir schon mal gewesen. Da müssen wir noch einen Schatz plündern. Okay, das haben wir schon abgeschlossen. Okay, wir müssen also zurück nach Markus. Wir könnten aber auch nochmal an diesen Ort ran. Was schon fast auf dem Weg liegen würde. Komm, wir rennen da mal hin. So, wie ist denn das? Kann ich mal... Pferdchen? Da ist, kommt Pferdchen. Der Phobos! Komm mal her, mein Schöner. So, pass mal auf, lieber Phobos. Kann ich dich auch so einstellen, dass du jetzt... Und los geht's. Genau, geh dahin zu dieser Markierung. Der kann da jetzt so schön reiten. Ja, machst das ganz, ganz prima, lieber Phobos. Das finde ich echt cool, eine neue Art zu reisen. Oder ich weiß nicht, ob es das bei Origin auch schon gab, diese Art von Reisen. Aber das finde ich echt mega nice. Das letzte ist... Was ist hier passiert? Was? Geisterstadt? Ausgebrannt? Oder was ist das hier? Ja, was ich sagen wollte, der letzte Assassin's Creed Teil, den ich persönlich gespielt hatte, war Black Flag. Den habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr. So. Ne, lauf mal schön zur Markierung. Wird mir nur angezeigt, die Markierung, wie viel Meter sie noch entfernt ist. Gerade nicht so richtig, ne? Aber wir vertrauen doch mal, dass Phobos uns den richtigen Weg hier zeigt. So, Markus Weingut, ja, da sind wir gerade. Ah, da bringt es direkt nach Markus, ja. Ich wollte eigentlich nicht direkt nach Markus. Ja, ist egal. Ich wollte eigentlich nicht direkt nach Markus, aber. Nein. Aua! Geh aus, geh aus! Aua! Nein, ich will das. Ich will das Huhn nichts tun. Sorry. Aua! Ernsthaft, du dämlicher Hahn? Angegriffen von einem Hahn. Also, das habe ich ja noch gar nicht. Ein Hühnerei. Wow. Okay, reden wir mal mit Markus. Vorsichtig! Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Wir? Ja. Wir stehen immer noch in der Schuld des Zyklopen. Ja, das ist richtig. Der Zyklop wird uns töten, Markus. So einfach ist das. Und spätestens da hört der Spaß auf. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Ja. Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Oh.
Du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie. Dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Woher weiß der Markus das alles? Woher weiß er das? Okay. An der Ostküste. Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Okay. Und woher kamen die Männer? Wenn diese Besucher nicht von Kefalenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kefalenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Okay, ja, wir machen uns mal auf den Weg. Ein Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Weißt du, der hat so eine große Klappe. Wir müssen die ganze Zeit diese Drecksarbeit machen. Okay, Quest abgeschlossen. Auge um Auge. Was sagt das? Wir werden Stufe 4. Das heißt, wir können jetzt leider mal eine neue... Oh, neue Grabfuhr freigeschaltet. Schaden und Gesundheit verbessert. Gut. Ja, die neue Quest gucken wir uns gleich an. Und zwar schicke Gäste. Wir sind jetzt gerade Stufe 4. Werden ja eigentlich auch noch ältere Quests angezeigt? Oder immer nur das, was wir gerade... Das hier ist halt eine Stufe über dir, okay. Seltenarbeit in den Fußstapfen der Götter. Okay, was machen wir als nächstes? Wir machen mal das hier. Er hat gnädige Götter, aber zuallererst gucke ich mal ganz kurz in den Fähigkeiten. So, wir haben jetzt wieder einen neuen Punkt frei. Dieses Stoßen wäre auch ganz gut, aber ich gucke mal ganz kurz. Attentat. Der Schaden durch Attentate und Niederschläge wird um 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert, was auch ganz cool ist eigentlich. So, Nahkampfwaffen und Standardpfeile richten für 15 Sekunden einen Giftschaden an. Wenn diese Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht Schaden über Zeit und schwächt Rüstung und Schadenswerte des Gegners. Erfordert kein Adrenalin. Okay, und was ist das hier? Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren, inklusive Truhen und geheimen Gängen. Oh. Okay, ich würde gerne das als allererstes machen. Ja, und danach würde ich gerne hier diese Giftpfeile und Nahkampfwaffen, ne? Machen wir mal das hier zuallererst. So, muss ich das jetzt eigentlich irgendwo aktivieren? Oder mit was kann ich das aktivieren? Ja, wir speichern mal ganz kurz. So, und dann gucken wir nochmal ganz kurz ins Inventar. Guck mal, hier haben wir schon mal ein bisschen was Besseres. Das können wir uns auf jeden Fall mal anlegen. Kriegerschaden, Attentatschaden, Chance auf kritische Treffer. Das können wir heute noch nicht anlegen, weil wir noch keine Stufe 5 sind. Was kann man eigentlich hier machen? Zerlegen. Was habe ich jetzt bekommen? Weiches Laser und Eisenbrocken. Ich weiß noch nicht, was genau, was besser sein wird, wenn ich zerlege. Oder wenn ich das verkaufe eventuell. Ja? So, dann machen wir mal ganz kurz uns auf die Karte. So, unsere aktuelle Quest war ja gnädige Götter. Ich weiß jetzt nicht, wo ist gnädige Götter? Das war ja relativ weit weg gewesen. Jetzt kommt ein Schiff. Der kleine Odyssey. Gnädige Götter, da vorne ist das. Okay, können wir noch auf dem Weg irgendwas mitnehmen? Schicke Gäste wäre hier. In den Fußstapfen der Götter. Okay, okay, okay. Hier ist noch ein wunderschönes Bildchen. Finde ich toll. Kriegt ein Herz von mir. Hier hoch wollte ich eigentlich nochmal, ja? Ruinen von Kranoi. Da wollte ich gerne nochmal hoch. Das machen wir jetzt auch als allererstes. Gut. Muss ich nur gucken, wo war das?
In diese Richtung war es, alles klar. Da rufe ich mal mein Pferdchen und dann reisen wir da mal schnell hin. So, mein lieber Phobos. Können wir hier runterspringen? Oh ja, können wir. Okay, wir nehmen mal den direkten Weg, weil wir sind stürmisch. Wir sind stürmisch. So, der rennt auch mal da hinten hin. Komm schon. Ja, Entschuldigung, ich bin gegen den Baum gelaufen. Es tut mir auch leid. Oh, sehr viele Raben. Ich glaube, da war gerade Holz, was man hätte holen können. Okay, hier kommt. Los! Kommen wir anscheinend gerade nicht weiter. Los! So, okay. Au! Warte mal, ich glaube, das ist besser, wenn wir hier echt absteigen. Habe ich gerade einen Wolf gehört? Au! Okay, auf Stufe 4, das ist natürlich... Okay. Ja, mein lieber Wolf, du hast mich angegriffen. So, und wir brauchen ja sowieso noch zwei. Brauchen wir nicht zweimal Voice Fell? So, okay, gut, dann haben wir, glaube ich, die eine. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Jetzt haben wir, glaube ich, die eine Nebenquest abgeschlossen. Und zwar, die hier, glaube ich, ja? Söldnerarbeit. Genau, die Voice Fälle. Okay, das gehen wir denn nachher ab. So, können wir hier hochklettern? 100%, glaube ich. So. Alpha-Tier erledigen. Okay, wir haben das Alpha-Tier noch nicht erledigt. Ah, guck mal. Warum kann ich jetzt gerade meinen... Ich will gerade nicht pfeifen. Jetzt kann ich machen. Okay. Keine Ahnung, warum das ihm gerade nicht ging. So, wo ist... Ah, da ist der Alpha-Tier. Wolf, Alpha-Tier. Okay, alles klar. Komme ich da nicht ran? Ah, jetzt. Könntest du es ja auch mal leichter machen? Na, wo will er hin? Er haut doch jetzt nicht ab. Au! Holla, die Waldfee. Warte mal, ganz kurz Gesundheit regenerieren. Ja, so, Alpha-Tier erledigt. Alles klar, wunderbar. Gut, Ort abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Nein, warte, Adler will ich gar nicht. Ja, ich habe gerade gemacht. Aha, man kann also beides schon. Einmal dieses Upscannen quasi der Umgebung und den Adler rufen auf derselben Taste, sehe ich gerade. Okay, das ist ein bisschen tricky. Ah, oder gedrückt halten, alles klar. Oder gedrückt halten, das geht auch. Gut. Da vorne ist noch etwas. Gut. Alles klar. Gut, das haben wir auch. Wenn wir aber einmal da unten sind, ja, könnten wir auch eigentlich noch
unentdeckter Ort. Können wir eigentlich da auch noch mal hin? Das ist ja nun wirklich... Okay, 300 Meter, das ist doch nicht ganz um die Ecke. Habe ich ein bisschen verguckt anscheinend. Gut, ich würde gerne da hinreisen. Das machen wir aber, denn... Schaffen wir das noch diese Folge? Komm, komm, ein bisschen schaffen wir noch. Ich habe gerade echt Bock drauf. So, da kommt mein liebes Herzchen. Dann wollen wir mal. Sorry, Leute. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So, dann reiten wir mal da hoch. Ella. Ey, Ziegenhaut ab. So, Sternobservatorium. Okay, komm. Au! Ey! Pferdchen, geht's hier gut? Hier ist auf jeden Fall schon Stufe 5 Wölfe. So, komm her, ihr Dudel. Oh! Oh, haben wir gerade so geschafft. Alter, war das knapp. Das war echt haarig. So. Ort synchronisieren. Ja, das machen wir. Oh nein. Die Wölfe haben hier zwei Leute erledigt. Da rennt mein Pferdchen weg. Nein, ich will da hoch. Ach, Mann. So, synchronisieren. Ja, eine schöne Landschaft. So, Schnellreise verfügbar und Icarus Wahrnehmung. Herrchen, was tust du da? Ach, du wirst angegriffen! Von einem bösen Wolf. Warte mal, die helfen wir nochmal ganz kurz. Was liegt hier rum? So, auch du bist erledigt. Ein kleiner Wolf. Guti, so, Pferdchen kann wieder abhauen. Ja, und ich genieße mal ganz kurz hier den Ausblick. Ah, sieht doch schön aus. Das sieht echt nice aus. Guti. Und an dieser Stelle würde ich mich auch erstmal verabschieden und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Bumble. Ciao. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village. To dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger. To fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.